Was tue ich hier? Warum bleibe ich hier? Natürlich folge ich ihr. Hi Leute und willkommen zum vierten Part von Undertale. Und in der letzten Folge haben wir Toriel wiedergefunden und sie hat uns eine Überraschung gemacht, nämlich einen Kuchen. Und ja. Hallo Kleine. Der Kuchen ist noch nicht abgekühlt. Vielleicht solltest du ein Nickerchen machen. Ja, okay. Sind die Blumen? Egal. Ach, so schöne Musik. Ich denke, du solltest lieber oben spielen. Ey. Okay. Deswegen vertraue ich ihr nicht. Warum darf ich nicht in deinen komischen Keller? In deinem ganzen Haus spielt wunderschöne Musik, aber in deinem komischen Keller nicht. Es ist Toriels Tagebuch. Den rot eingekreisten Text lesen. Ah ja. Du liest den Text. Warum will das Skelett einen Freund? Ah. Weil sie sich lonely gefühlt hat. Lonely. Wie kann man das auf Deutsch sagen? Kann man es auf Deutsch sagen? Ich glaube nicht. Das heißt halt ein Wortspiel wegen Bone und Lonely. Lonely. Okay, ich weiß, man soll Witze nicht erklären. Der Rest der Seite ist mit ähnlichen Witzen gefüllt. Süß. Du siehst hinein, skandalös, da sind Socken drin. Da, ich sollte schneller vorankommen, ich will nicht. Ah. Ein Kuchen. Ach, das ist einfach alles so süß, die Musik und so. Schon wach? Ich wollte dir nur sagen, wie glücklich ich bin, dass ich jemanden hier habe. Hier sind so viele alte Bücher, die ich teilen möchte. Ich will meinen Lieblings-Insektenfangplatz zeigen. Okay, was? Keine Ahnung.
Ich wollte immer eine Lehrerin werden. Wahrscheinlich ist das nicht gerade überraschend. Immer noch. Ich bin froh, dass du hier lebst. Willst du etwas? Was ist es? Das ist schon ein bisschen komisch, dass sie mich da irgendwie festhalten will, anstatt dass sie irgendwie sagt, mich nach Hause zu bringen oder wo kommt man wieder zur Menschenwelt und so. Wann kann ich nach Hause? Was? Das ist jetzt dein Zuhause. Willst du etwas aus dem Buch, was ich gerade lese, hören? Es heißt 72 Arten, wie man wofür man Schnecken benutzen kann. Was? Wie kommt man aus den Ruinen? Wie wär's mit einem interessanten Fakt über Schnecken? Weißt du, dass Schnecken... Keine Ahnung, was das heißt. Tut mir leid, Leute. Ich kann es nicht übersetzen. Interessant. Ja. Ich muss etwas machen. Bleib hier. Was tue ich hier? Warum bleibe ich hier? Natürlich folge ich ihr. Sie ist bestimmt in den gruseligen Keller gegangen. Ha! Du willst wissen, wie du nach Hause kommst, nicht? Vor uns liegt das Ende der Ruinen. Dort kommt man zu dem Rest des Untergrunds. Keine Ahnung. Ich werde es zerstören. Niemand wird mehr in der Lage sein, es zu verlassen. Und jetzt sei ein gutes Kind und geh rauf. Nein! Ich will nach Hause. Du bist gruselig. Ich will zu meiner Mama, zu meiner richtigen Mama. Alle Menschen, die hier runterkommen, erleiden das gleiche Schicksal. Ich habe es wieder und wieder gesehen. Sie kommen. Sie verlassen. Sie sterben. Du naives Kind. Wenn du die Ruinen verlässt, sie, Asgore, werden dich töten. Ich beschütze dich nur, verstehst du das? Geh zu deinem Zimmer. Nö. Versuch nicht, mich zu stoppen. Das ist deine letzte Warnung. Es tut mir leid, aber ich will nach Hause. Willst du so dringend gehen? Du bist wie die anderen. Da ist nur eine Lösung dafür. Zeige mir, dass du stark genug bist, um zu überleben.
Oh Gott, ich habe mich ja jetzt dafür entschieden, dass ich die nette Art mache, obwohl ich auch echt gerne die böse Art machen würde. Aber wir reden jetzt erstmal mit ihr. Aua. Reden wird diese Situation nicht ändern. Oh Mann, Au. Ich glaube hier, dass Freilassen bringt mehr als das Reden. Ach Mann, das ist voll schwer. Mann! Kämpf oder renn weg. Sie will mich nicht mehr angreifen. Toriel vorbereitet eine magische Attacke. Was willst du damit beweisen? Kämpfe gegen mich oder gehe. Ich will dich nicht töten. Ich trau dir nicht, aber ich will dich auch nicht töten. Hör auf. Hör auf, mich so anzusehen. Bringt das was, wenn ich das weitermache? Geh weg. Oh, sie sieht immer trauriger aus. Ich weiß, dass du nach Hause gehen willst, aber... Aber bitte, geh jetzt hoch. Ich verspreche dir, ich werde gut auf dich aufpassen. Ich weiß, wir haben nicht viel, aber... Wir werden hier ein gutes Leben haben. Warum machst du das so schwierig? Bitte, geh rauf. Ich kann auch nicht mal ein einziges Kind retten. Nein, ich verstehe. Du würdest nur unglücklich sein, hier unten eingesperrt zu sein. Die Ruinen sind sehr klein, wenn du an sie gewöhnt bist. Es wäre nicht gut für dich, an so einem Ort aufzuwachsen. Meine Erwartungen, meine Einsamkeit und meine Angst. Für dich, mein Kind. Ich werde ich sie zur Seite packen.
Wenn du dir wirklich wünschst, die Ruinen zu verlassen, werde ich dich nicht aufhalten. Wie auch immer, wenn du verlässt, bitte komm nicht zurück. Ich hoffe, du verstehst. Oh. Auf Wiedersehen, mein Kind. Nein! Nein! Oh, sie hat nochmal zurückgesehen. Nein! Oh, das ist so traurig. Mann! So sad. Aber wir müssen weiter voranschreiten, Leute. Wir dürfen nicht zurückblicken. Sie wird immer in unseren Herzen bleiben.